Ich erinnere mich noch genau an den Moment, der alles veränderte. Es war im Sommer 2013 und ich saß todunglücklich im Büro vor meinen Verwaltungsaufgaben und starrte aus dem Fenster. Da hatte ich plötzlich einen Gedankenblitz und der ließ mich ganz breit grinsen. Die Vorstellung, ich bräuchte ein Musikstudium, um eine echte Musikerin sein zu können, blockierte mich lange. Dahinter stand die Angst, nicht zu genügen und natürlich auch finanzielle Bedenken. Doch in diesem einen Moment sagte mir meine innere Stimme: Such dir doch einfach selbst zusammen, was du für deinen Weg brauchst. Okay, das ist ein Plan. Also kündigte ich, löste meinen Bausparer auf, bildete mich musikalisch weiter, probierte mich in diversen Projekten aus und gründete schließlich mein eigenes, Fräulein Frei. Heute bin ich dankbar für diese Entscheidung. Das heißt nicht, dass alles glatt lief. Im Gegenteil, ich kämpfte mit Selbstzweifeln und Druck. Ich musste lernen, den Dingen Zeit zu geben. Und das übe ich nach wie vor. Und letztlich habe ich aber meinem Leben Sinn gegeben. Und das ist unbezahlbar.